Willkommen zur Folge 246 von Gadero TV. In dieser Folge erklären wir Ihnen alles über Dachleisten und wie sie montiert werden. Die Dachleisten sind als Eckleisten und als gerade Leisten verfügbar. Die geraden Profile sind 2,50 Meter lang und die Eckleisten sind 50 x 50 cm. Die Dachprofile werden mit speziellen Schrauben festgemacht, die einen Gummiring haben und man somit sicher sein kann, dass es wasserdicht ist. Dachleisten werden nicht nur als Zierde angebracht, sondern sind zudem auch sehr nützlich, da sie die Dachbedeckung, wie zum Beispiel EPDM-Folie, nach unten drückt. Da EPDM am Überhang nicht fest ist, könnte der Wind andernfalls drunter wehen und das wollen wir vermeiden. Die L-Form bedeckt sowohl die Fassadenverkleidung als auch den Rand vom Dach. Der erhobene Rand sorgt dafür, dass das Wasser nicht überlaufen kann. Die Dachleisten sind aus Aluminium gemacht, was man hier gut sehen kann. Das Anthrazite-Modell ist pulverbeschichtet. Achten Sie beim Anbringen darauf, die korrekte Schrauben zu verwenden und gegebenenfalls auch vorzubohren. Die Ränder der Leisten können scharf sein, daher achten Sie gut auf Ihre Finger. Beim Montieren der Dachleisten sollte wie hier die EPDM-Folie was überstehen, damit es von der Leiste komplett eingeschlossen werden kann. Wie erwähnt, werden hier Schrauben mit einem Gummiring verwendet, damit es wasserdicht ist. Achten Sie darauf, nicht zu fest die Schrauben anzuziehen, da im schlimmsten Fall die Dichtung kaputt gemacht werden könnte. Waar je dan wel op moet letten is dat je niet te strak vastdraait. Want ja, dan kan het ribbertje toch wat te geklemd raken, wat omhoog gaan staan en kan er toch wat vocht onderkomen. Dat zijn een paar aandachtspuntjes. Da die Dachleisten aus Aluminium sind, können diese mit einer Bügelsäge auf das richtige Maß gebracht werden. Sie können am einfachsten in einer Ecke beginnen und von dort aus die Leisten verlegen. Und dann eben festschrauben. Zoeken hem netjes vast. Wie gesagt, nicht zu fest, aber auch nicht zu lose anschrauben. Achten Sie darauf, dass die Überdachung unten gleichmäßig herausragt. Die geraden Leisten sind 2,50 Meter lang und die Eckverbindungen 50 x 50 cm. Da das nicht immer passend auskommt, kann es entsprechend gesägt werden. Was nicht passt, wird passend gemacht. Wir sind nun am Ende der Folge 246 angekommen. Wenn Sie ebenfalls Dachleisten anbringen und mehr dazu erfahren wollen, dann schauen Sie bei gadero.de in unserem Sortiment nach oder schauen in unserem Blog nach weiteren Informationen zu Überdachungen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Wir wünschen viel Spaß beim Nachbauen.